Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Diesmal werde ich im Clankrieg live angreifen, nicht wie beim letzten Mal. So, schauen wir uns mal meinen Gegner an. Nicht gerade sehr gut, aber... Jo. Ich werde wahrscheinlich von hier unten angreifen, werde aber zuerst die Clanburg rauslocken mit zwei Schweinereitern, also ich denke, das müsste funktionieren. So, jetzt hole ich erstmal einen Schweini, setz den hier hin. Jetzt kommt die Clanburg schon raus. Ich weiß aber nicht, ob das schon die ganze war. Der hat nur Bogis drin, das ist ja natürlich gut. So. Dann setzen wir mal hier ein Bogi hin. So, jetzt kommen natürlich alle raus. Perfekt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh je. Naja, der eine Bogi, der wird nicht viel anrichten. So. Golem hier, Golem da. Wutzauber hier drauf. Magier hinterher. So, Päcker. Noch ein Päcker aus der Clanburg. King hinterher. So, dann werde ich da einen Heal drauf packen. Versuche ich nochmal die drei Mauerbrecher hinterher zu machen. Sieht doch schon ganz in Ordnung aus. Packe ich den Wut hier drauf. So. Wunderbar. Barbarenkönig hat noch volles Leben. Fähigkeit auch noch nicht gezündet. Ich denke mal, das werden 3 Sterne. Wenn es gut läuft. 2 Packers sind noch am Leben. Gleich nur noch einer. So, jetzt lebt nur noch der 5er Packer. Aber ich denke schon, dass er das reißen wird. Hier noch mein King unterwegs, auf der Seite nur noch der Päcker, wenn der jetzt auf die Kanone geht, perfekt. Der Magier räumt hier noch ein bisschen auf. Warten wir noch, bis wir den König zünden. So, jetzt. Noch 2 Mini-Golems erleben. Naja, das wird von der Zeit her nichts mehr. Nope. Schade. Ich lasse das mal jetzt aus Spaß fertig laufen. Naja, 2 Sterne sind ja auch in Ordnung. Und fertig. Schöner Angriff, würde ich sagen. Naja, man kann nichts ändern. Der 3. Stern, der wäre noch in Ordnung gewesen, aber 2 Sterne sind auch in Ordnung. Oh, ich wurde angegriffen. Mit 1 Stern. Schauen wir mal rein. So. Der versucht es hier mit Only Dragon. Alle an einem Punkt. Sieht hier ganz ordentlich aus. Aber was die Clanburg-Truppen da sollen, das verstehe ich auch nicht. Hat im Endeffekt eh nur einen Stern bekommen, also kann ich nicht meckern. Ich muss sagen, die Base hier gefällt mir wirklich sehr gut. Bis jetzt wurde ich immer nur zu 1 Stern zerstört, egal mit was für Truppen. So. Der Wutzauber da, der war ja eigentlich noch ganz in Ordnung. Gehen sie jetzt aufs Rathaus. Ach so, gut.
Ja, die Base, die gefällt mir. Falls ihr es vielleicht merkt, aber ich nehme jetzt nicht mehr vom PC aus auf, sondern ich habe jetzt mein Handy endlich geroutet und jetzt kann ich endlich von hier aufnehmen. Das ist deutlich praktischer. Und jo. So, und dann würde ich auch sagen, war's das für diese Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.